Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play, Dishonored. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört. Ich muss mich dann direkt mal dafür entschuldigen, dass ich, die letzten, keine Ahnung, 5 Minuten nicht gelabert habe. Aber, da war leider ein kleiner Fehler drin von meiner Audiospur, weswegen das dann gemutet wurde. Aber da ist auch nichts Besonderes mehr passiert. Also gehen wir mal hier in die Taverne rein. Ja, und reden erstmal mit dem Typen Havelock und Martin. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lord Regenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Sehr gut. Gehen an Bord von Samuels Boot, um zur Coldwin-Brücke zu kommen. Hallo, wir müssen eben hier die Maus-Sensitivity ein bisschen höher stellen. Weil die ist mir jetzt ein bisschen zu winzig. Wahrscheinlich letztes Mal noch ein bisschen gemeckert, dass die zu hoch war. Aber jetzt ist sie mir ein bisschen zu gering. So, ja, wir müssen den Lebend hierher beschaffen, um Informationen wahrscheinlich zu kriegen, wo die anderen Leute sind. Auf Hallo? Baldwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Okay. Genau. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Ich bin soweit. Das verrückte Genie. Du sollst Anton Sokolov entführen, den kaiserlichen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lautregenten erfahren. Eine mysteriöse Verbündete und eine seiner mächtigsten adeligen Unterstützer. Sokolov lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Coldwind-Brücke. Wenn wir jetzt schon wieder das dritte Mal zu dem einen Ort da gelangen, dann raste ich ein bisschen auf. Was sagen Sie dazu? Ich glaube nicht. Die Coldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Ja. Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Okay. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Alles klar. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Alles klar. Piero Remedy. Entführer Sokolov. Deaktiviere die Scheinwerfer und betritt Sokolovs Wohnung. Hier kann ich nicht her, ne? Wieso gibt es denn hier so einen Weg? Hier muss doch irgendwas sein. Dann nicht. Okay. Gehen wir hoch. Auf die Ausgangssperre. Nein, du erinnerst dich. Wie duck ich mich nochmal? Nicht mit STRG. Mit C. Schon gut verstanden. Muss mich nicht anschreien. Zu Tode prüfen. Shit. Die sind hier oben schon. Was soll das? Was soll das? Das ist mir zu laut. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Alles klar, dann weiß ich ja, was ich mache. Ausgangssperre endet morgen. Bei Sonnenaufgang. Gut, ich weiß noch nicht mal, wo wir hingehen müssen. Denn wir müssen ja erstmal die Wohnung irgendwie suchen. Oh shit, das wollte ich nicht. Das war knapp. Alter Vater, da hab ich aus Versehen auf Weißklick gedrückt. Oh, scheiße.
Da oben könnten wir hin. Sehr gerne. Jemanden gesehen, der krank aussieht? Nicht jetzt, bitte. Hallo. Jetzt gehen wir da hin. Können wir da oben? Nee. For rent. Die Musik macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich sollte vielleicht mal eben schauen, was hier sonst noch so ist. Da ist kein Eingang. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Soll ich vielleicht mal eben da hinten hin? Und hier mal eben schauen. Hier ist keiner. Alles klar, dann gehen wir da mal eben rein. Und schließen sofort die Tür wieder, damit uns keiner entdeckt. Ratten. Die könnten gefährlich werden. Zugbrückenscheinwerfer, alles klar. Hier ist doch nichts, ne? Du wirst mir nicht gefährlich, alles klar. Gut. Gehen wir erstmal hier lang. Ich weiß nicht, ob hier jetzt keiner ist. Ne, hier ist keiner. Alles klar, dann ist hier halt keiner. Lagerausschlüssel. Nice. Mana. Kommode öffnen. Geld. Geil. Leere Flaschen. Sammle Baupläne, um neue Verbesserungen und Ausrüstungsgegenstände in Pieros Werkstatt beim Hound Pits Pub freizuschalten. Nice. Cool. Das müssen wir da irgendwie anschalten. Da oben, ja, da oben sind diese Fässer da, alles klar. Da kann ich, warte, da. Alles klar, dann weiß ich, wie ich da hinkomme. Hoffen wir nur mal, dass hier keiner ist. Okay, ah doch, ich weiß, wie ich da hinkomme. So, können wir jetzt auch wieder ganz normal gehen? Auch wenn es etwas lauter ist. Hier ist hier gar nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwas Interessantes. Das können wir einmal runterdrehen. Nee. Da. Wieso? Wenn ich das jetzt fallen lasse, dann sterben wir alle. Oder? Wenn ich mit runterspringe, könnten wir auch sterben. Ich probiere es aus. Ich wusste es. Scheiße. Shit. Wo sind sie? Da war einer. Hey, wie komm ich denn? Hey? Warte, wie komm ich denn hier runter? Ich muss ja hier irgendwie den. Oder? Machen wir mal nochmal so. Drehen wir das nochmal. Können wir uns da dranhängen? Ja. Nee. Scheiße, das wollte ich nicht. Dieses scheiß Rechtsklick, ne? Wir müssen eben überlegen. Hier ist ein gelber Streifen. Der gelbe Streifen war, glaube ich, nicht hier, wenn wir... können uns so rüber teleportieren. Das hätte aber, glaube ich, keinen Sinn. Ich habe gerade was gehört. Ne, okay, alles gut. Die Kette ist eigentlich wichtig. Allerdings weiß ich nicht, was wir mit der Kette anstellen sollen, denn wir kommen ja hier nicht mehr zurück. Glaube ich.
Wir drehen die Kette. Klettern da hoch. Können wir von hier irgendwie? Nö. Können wir uns... Ah, das ist schwer. Wie macht man das denn jetzt? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Wenn wir das runterfallen lassen, geht's kaputt. Hier können wir nicht mal hochklettern. Nee. An die Kette können wir auch nicht. Ne? Genau. Und da unten muss so ein Waltank rein. Walöltank. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht. Vielleicht weiß ich es ja doch. Wer weiß schon. Alles klar. Sehr gut. Oder auch nicht. So. Tragen. Springen! LOL! Wir können einfach runterspringen? Oh mein Gott. Ich hätte jetzt aufgegeben. Ich hätte jetzt aufgegeben. Ich warne dich, wenn das jetzt irgendwie mein Tod ist, ne? Bitte nicht. Das könnte die Wohnung sein. Ich kann nicht rein. Na toll. Jetzt muss ich hier mal eben nochmal gucken. Okay, drei Leute. Ich kann mal eben hier... Das hat keinen beeindruckt. Weil da hinten sind ja auch noch 20 oder so. Gefühlt zumindest. So, da hinten noch. Komm. Zack. Von der anderen Seite blockiert. Lol, das ist zugemaut und als da sehe ich eine Rune. Da sehe ich eine Rune. Hä? Wie komme ich denn da rein? Wie komme ich denn da rein? Das ist eine wichtige Frage. Könnte ich wieder raus? Mal schauen, ob wir von der anderen Seite da rein können. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Nerv jemand anderen. Nerv jemand anderen. Die sind ja nett zueinander. Zack. Könnte man dann... Boah, da kommt man nicht weiter, ne? Nö. Aber wir könnten hier unten lang. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Zack. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist... Und das ist eine Kette, so könnten wir vielleicht runter. Jetzt haben wir einen Ausgang schon mal gefunden. Wow. Oh Gott. Das hat keiner gesehen, ne? Nö. Komm da nicht hoch. Shit. Scheiße. Jetzt hab ich aus Versehen R gedrückt statt F. Wir müssen dahin. Ja, wie kommen wir dahin? Ist echt eine schwierige Mission, ne? Das muss ich den ja echt mal lassen. Aber wir müssen durch. Da kommen wir nicht oben her, ne? Nö. Und verstecken. Alles klar. Wir gehen da durch. Hat keiner gesehen. Auch die quietschende Tür wird jetzt keiner bemerken. So, quietsch. Und quietsch wieder zu. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett, selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache.
Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lordregenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird dir nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten. Zack. Sicher, wie diese Love. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft hier immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher, wenn ihr mit Exoten... Und ausschließen.